Jo, 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 meine Freunde. Aufgrund der, ich sag mal, aktuellen Ereignisse, auch um den Super Bowl herum und Balenciaga-Skandal und so weiter und so fort, dachte ich mir, wir gehen mal in komplett neue Themen. Und ja, heute soll es um das Thema Hollywood und Satanismus. Und seit Jahrzehnten kursieren Gerüchte, dass viele Prominente in Hollywood heimlich an satanistischen Ritualen teilnehmen und die dunkle Seite der Macht verehren. Aber woher kommen diese Gerüchte? Und gibt es tatsächlich Beweise für solche Aktivitäten? Ein Buch aus den 60er Jahren namens Hollywood Babylon von Kenneth Anger beschreibt eine Reihe von skandalösen Aktivitäten, die angeblich in Hollywood stattgefunden haben, darunter auch satanistische Rituale. Das Buch enthält jedoch wenig bis keine Beweise für diese Behauptung. Und viele seiner Ansprüche wurden später widerlegt. Die Manson-Familie. Eines der bekanntesten Beispiele für satanistische Aktivitäten in Hollywood ist das Verbrechen der Manson-Familie. Im Jahr 1969 brachen Mitglieder der Gruppe in das Haus der Schauspielerin Sharon Tate ein und töteten sie und ihre Freunde. Manson selbst war ein selbsternannter Satanist und behauptete, dass er von Satan beauftragt wurde, diese Verbrechen zu begehen. Einige Personen behaupten, dass Manson und seine Anhänger nicht allein in ihren satanistischen Aktivitäten waren. Und dass es in Hollywood eine ganze Reihe von Prominenten gab, die sich an solchen Ritualen beteiligten. Der bekannte Schauspieler Jay Sebring, der ebenfalls im Haus von Sharon Tate ermordet wurde, soll angeblich in solchen Kreisen verkehrt haben. Auch ehemalige Hollywood-Insider wie John Robertson und Kai Griggs behaupten, dass es in Hollywood ein Netzwerk von Satanisten gibt, die an geheimen Ritualen teilnehmen und Einfluss auf die Filmindustrie ausüben. Sie behaupten, dass diese Aktivitäten in Hollywood seit den 70er Jahren stattfinden und dass bekannte Persönlichkeiten wie Roman Polanski, David Lynch und Madonna in diesen Kreisen verehren. Roman Polanski wird oft in Verbindung mit satanistischen Ritualen gebracht. Im Jahr 1960 wurde seine schwangere Frau Sharon Tate von Mitgliedern der Manson-Familie ermordet. Polanski selbst hat sich nie öffentlich zu solchen Vorwürfen geäußert. Und es gibt wenig bis keine Beweise dafür, dass er an solchen Aktivitäten beteiligt war. Es gibt auch viele Gegenargumente gegen diese Gerüchte und Behauptungen. Viele Experten behaupten, dass es keine Beweise für satanistische Aktivitäten in Hollywood gibt, dass diese Gerüchte auf Fiktion und Mythen basieren. Einige Prominente in Hollywood haben auch in der Vergangenheit öffentlich über ihre Interessen an okkulten und esoterischen Praktiken gesprochen. Beispielsweise hat die verstorbene Schauspielerin Jane Mansfield angeblich eine Kirche des Satans gegründet und ihre Tochter Mariska Hargitay, ebenfalls Schauspielerin, sprach in einem Interview über ihre spirituelle Überzeugung, die auf der Philosophie des Buddhismus und der Wicca-Religion basieren. Ein weiteres Beispiel ist die Schauspielerin Rose McGowan, die öffentlich über die satanistischen Ritualpraktiken von Hollywood-Eliten gesprochen hat. In einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian im Jahr 2020 behauptete McGowan, dass sie als junger Star von Hollywood-Produzenten zu satanistischen Ritualen eingeladen wurde. Trotz all dieser Behauptungen gibt es jedoch keine schlüssigen Beweise für eine tatsächliche Beteiligung von Prominenten an Satanisten oder okkulten Praktiken. Die meisten dieser Behauptungen basieren auf Gerüchten und unbelegten Anschuldigungen von Verschwörungstheoretikern und ehemaligen Hollywood-Insidern. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele dieser Verschwörungstheorien oft antisemitische Motive beinhalten und dazu benutzt werden, eine angebliche jüdische Kontrolle über Hollywood zu behaupten. Diese Behauptungen sind sowohl beleidigend als auch unwahr. Was allerdings nicht unwahr sein muss, sind satanistische Vorwürfe. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle ganz klar betonen. Trotzdem haben diese Verschwörungstheorien und Gerüchte über Hollywood und Satanismus in der Popkultur und in der Unterhaltungsindustrie eine breite Anhängerschaft gefunden. Filme wie Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick oder Rosemary's Baby von Roman Polanski haben die Vorstellung von satanistischen Kulten in der Unterhaltungsindustrie nur verstärkt. Es ist wichtig, skeptisch gegenüber unbewiesenen Anschuldigungen zu sein und immer nach Fakten und Beweisen zu suchen, bevor man solche Behauptungen akzeptiert. Fakt ist nur leider, dass es sehr, sehr viele Symboliken gibt, die halt irgendwann muss mal eine der Sachen wahr sein. Ich denke, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Es ist auch bekannt, dass einige Menschen in der Unterhaltungsindustrie gerne eine kontroverse und provokative öffentliche Persona pflegen,
Einige Prominente haben möglicherweise bewusst mit dem Image des Satanismus oder des Okkultismus gespielt, um Aufmerksamkeit zu erregen oder ihre künstliche Identität zu stärken. Ein Beispiel dafür ist der Musiker Marilyn Manson, der oft als Antichrist-Symbol dargestellt wird und sich in seinen Songs und Auftritten mit okkulten Symbolen und Ritualen beschäftigt. Manson hat jedoch betont, dass seine Verwendung solcher Symbole eher als künstlerische Ausdrucksform und weniger als tatsächlicher Glaube zu verstehen ist. Insgesamt gibt es viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen zu diesem Thema. Während einige behaupten, dass Hollywood eine geheime Welt voller dunkler und okkulter Praktiken ist, gibt es andere, die das als eine absurde Verschwörungstheorie abtun. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir in einer Welt leben, in der es viele Gerüchte und Behauptungen gibt, die nicht unbedingt wahr sind. Wenn es um das Thema Hollywood und Satanismus geht, ist es immer am besten, auf Fakten und Beweise zu achten und kritisch zu denken, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht. Insgesamt bleibt es unklar, ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen Hollywood und Satanismus gibt oder ob dies nur eine weitere Verschwörungstheorie ist. Wir sollten uns immer daran erinnern, dass Gerüchte und Behauptungen ohne Beweise nicht automatisch wahr sind und dass wir uns auf Fakten und Beweise verlassen sollten, um uns ein Bild zu machen. Das Thema Satanismus wird oft in Verbindung mit Hollywood diskutiert, aber was ist Satanismus eigentlich? Der Satanismus ist eine religionsähnliche Philosophie, die verschiedene Strömungen und Gruppierungen umfasst. Und das ist das, was Wikipedia uns dazu erzählt, ja, und entspricht nicht meiner persönlichen Meinung. Es gibt keine einheitliche Definition des Satanismus, da die Ausrichtung je nach Gruppe oder Einzelperson unterschiedlich sein kann. In der Regel wird jedoch der Teufel oder Satan als zentrales Symbol und Gegenstand der Verehrung genommen. Es gibt unterschiedliche Strömungen im Satanismus, die sich in ihren Überzeugungen und Praktiken unterscheiden. Einige Strömungen betonen die persönliche Freiheit und das Streben nach individueller Macht und Erfüllung. Andere Strömungen legen Wert auf soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und humanitäre Werte. Es ist wichtig zu betonen, dass Satanismus nicht dasselbe ist wie Satansverehrung oder Teufelsanbetung. Während es einige Gruppen gibt, die tatsächlich den Teufel verehren, ist dies nicht Kern des Satanismus. Der Satanismus ist vielmehr eine religionsähnliche Philosophie, die oft als Antwort auf traditionelle Religionen und deren autoritären Strukturen und Moralvorstellungen entstanden ist. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Satanismus oft mit negativen Assoziationen wie Gewalt, Opfergaben und satanistischen Ritualen verbunden wird. Es gibt zwar einige Gruppen, die solche Praktiken ausüben, aber dies ist nicht charakteristisch für den Satanismus im Allgemeinen. Die meisten Satanisten betonen stattdessen die Wichtigkeit von persönlicher Freiheit, Toleranz und humanistischen Werten, sage ich dazu. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Satanismus eine religionsähnliche Philosophie ist, die verschiedene Strömungen und Ausrichtungen umfasst. Es ist wichtig zu betonen, dass Satanismus nicht dasselbe ist wie Satansverehrung oder Teufelsanbetung und dass die meisten Satanisten sich für persönliche Freiheit, Toleranz und humanistische Werte einsetzen. Ach ja, nee, ist klar, Kollege. Zum Schluss noch ein paar Fakten über Geschehnisse, die in Hollywood so passiert sind, ja. Wir haben natürlich vorneweg erstmal, wie anfangs auch erwähnt, die Ermordung von Sharon Tate. Am 9. August 1969 wurde die schwangere Schauspielerin Sharon Tate in ihrem Haus in Beverly Hills von Mitgliedern der Manson Family ermordet. Die Manson Family war eine sektenartige Gruppe, die von Charles Manson geleitet wurde und für eine Reihe von Morden in den späten 60er Jahren verantwortlich war. Obwohl Manson selbst kein Satanist war, glaubte er in eine Art apokalyptisches Rassenkriegsszenario, das er Helter Skelter nannte. Man muss hier natürlich erwähnen, dass bei dieser Tat, wie gesagt, die Frau schwanger war. Und ich möchte nicht ins Detail eingehen, aber die Art und Weise, wie die Frau ermordet wurde, überlasse ich euch jetzt mal selbst. Ja? Und auch, wir sind hier immer noch auf YouTube. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der Fakt, dass sie schwanger war, ist schon sehr essentiell, was die Grausamkeit der Tat angeht und was dann hinterher mit den Leichen gemacht wurde. Im Jahr 2013 wurde die kanadische Touristin Elisa Lam tot im Wassertank des Cecil Hotels in Los Angeles gefunden. Vor ihrem Tod hatte Lam seltsames Verhalten in einem Aufzug des Hotels gezeigt, das auf einem viralen Video zu sehen ist. Der Fall bleibt bis heute mysteriös,
aber einige Verschwörungstheoretiker haben behauptet, dass Lamb in einem satanistischen Ritual geopfert wurde. Außerdem haben wir dann noch das Verschwinden von Johnny Gosch. Das 12-jährige Johnny Gosch verschwand im Jahr 1982 während seines Zeitungsjungenjobs in West Des Moines, Iowa. Obwohl sein Schicksal unbekannt bleibt, gibt es einige Verschwörungstheorien, die behaupten, dass er von einer Gruppe von Eliten entführt wurde, die ihn für satanistische Rituale missbraucht haben. Außerdem haben wir da noch Der Fluch von Poltergeist. Poltergeist ist ein berühmter Horrorfilm aus den 1980er Jahren, der von einer Familie handelt, die von einer Gruppe von Geistern heimgesucht wird. Kurz nach dem Dreh des Films verstarben jedoch einige Schauspieler, darunter die junge Heather O'Rourke, die die Rolle von Carol Ann Freeling spielte. Es wird gemunkelt, dass Der Fluch von Poltergeist den Tod einiger Darsteller und Crewmitglieder zur Folge hatte. Obwohl es möglicherweise nur ein unglücklicher Zufall ist, gibt es einige, die glauben, dass der Fluch auf die Verwendung echter Skelette in einer der 10 zurückzuführen ist. Ja, meine Freunde, das soll's zu diesem Video und zu dieser Verschwörungstheorie gewesen sein. Wenn euch mehr solche Videos interessieren, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich mehr Verschwörungstheorien analysiere, dann lasst es mich wissen. Das Ganze hier war ein Skript aus meiner eigenen Feder, natürlich ergänzt passagenweise mit einigen Details aus Wikipedia. Trotzdem waren 80% davon meine Worte. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich mehr davon machen soll, lasst es mich wissen. In diesem Sinne würde ich es super finden, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt und den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Haut rein, ich bin raus. Peace.